Hallo und herzlich willkommen bei Chrissylicious. Heute zaubern wir zusammen total leckere und fluffige Zimtknoten. Wie die gehen, zeige ich euch gleich. Also wer von euch Zimtschnecken mag, ist dann quasi bei dem Rezept genau richtig und bleibt auf jeden Fall dran, denn sonst verpasst ihr was. Das ist auf jeden Fall, finde ich, die 2.0-Version von Zimtschnecken. Schmeckt wirklich super, super lecker, diese Knoten. Durch diese Verzwirbelung und durch diese kleinen, vielen kleinen Stränge schmeckt das Ganze wirklich viel, viel besser. Also ich muss sagen, das ist sogar mir, ist das total gerne. Wir lieben dieses Rezept. Ihr benötigt dazu einfach nur eine Muffinform. Ich benutze natürlich hier wieder die von Pampa Chef. Die hat ja hier so eine wunderschöne Beschichtung schon drin, wie die anderen Backformen auch. Die müssen wir nicht einfetten. Wer jetzt aber die Stoneware hat, die würde ich auf jeden Fall einfetten oder eine andere Muffinform, fettet die auch ein und verzichtet auf die Papiertütchen, denn sonst sehen die kleinen Zinni-Mini Rolls nicht so schön aus. Sieht auf jeden Fall toll aus, wenn man diese ganzen Verzwirbelungen sieht. Ich bereite den Hefeteig natürlich wie immer im Thermomix zu. Wer den nicht hat, kann das Ganze natürlich auch mit warmer Milch und so ganz normal mit den gleichen Schritten und der Reihenfolge genauso zubereiten. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die wenigen Zutaten für unser Rezept heute und dann starten wir gleich auch direkt los. Für den Hefeteig benötigen wir einmal 20 Gramm Wasser, einen halben Hefewürfel, 210 Gramm Milch, außerdem noch 80 Gramm Zucker, ein bisschen Vanilleextrakt, 100 Gramm weiche Butter, ein Eigelb und 550 Gramm Dinkelmehl Typ 630. Und wie bei allen Hefeteigen machen wir jetzt als erstes unseren Hefewürfel in den Mixtopf, geben Wasser, Milch, Zucker und Vanilleextrakt hinzu und dann lassen wir das Ganze für 4 Minuten auf 37 Grad Stufe 2 erwärmen. Dann fügen wir jetzt das Mehl hinzu und die restlichen Zutaten. Ich benutze jetzt natürlich wie immer das Dinkelmehl. Ihr könnt natürlich auch Weizenmehl oder Hälfte-Hälfte machen, das funktioniert genauso. Und dann verkneten wir das Ganze auf der Teigknetstufe einfach nur so lange, bis sich der Teig vom Rand löst. Und falls ihr das Gefühl habt, der braucht ein bisschen mehr Mehl, könnt ihr über die Deckelöffnung einfach nochmal einen Esslöffel mehr Mehl hinzugeben und den Rest erledigen wir dann einfach auf unserer Backmatte. Dann nehmt ihr euch am besten eine Teigunterlage, denn so könnt ihr den Hefeteig einfacher kneten und am Ende auch besser verarbeiten. Und ich bestäube das Ganze mit ein bisschen Mehl und dann formen wir den Hefeteig einfach zu einer schönen runden Kugel. Dabei achtet man einfach nur darauf, dass man den Teig immer von außen nach innen immer zur Mitte hin knetet und das so lange, bis der Teig eine richtig schöne Spannung erhält. Und dann geben wir das Ganze einfach nur in eine bemehlte Schüssel, decken das Ganze ab und lassen das Ganze so lange ruhen, bis sich der Hefeteig verdoppelt hat. Und nun rollen wir den Teig einfach nur rechteckig auf unserer Teigunterlage komplett aus. Einfach schön dünn und gleichmäßig. Ich mache das natürlich wie immer am liebsten mit meinem Teigroller, denn so kann ich den Hefeteig einfach in Form ziehen, roll dann direkt mit dem Teigroller hinterher und dann habe ich ihn so in meiner gewünschten Form. Ihr könnt es natürlich aber so machen, wie ihr es am liebsten mögt und mit den Utensilien, die ihr zu Hause habt. Und dann bestreichen wir das Ganze einfach nur mit Butter. Die sollte am besten zimmerwarm sein und mit dem Zucker und Zimt, das vermischen wir einfach und geben das gleichmäßig über den Teig. Zum Bestreichen benötigen wir einmal 120 Gramm weiche Butter. Hier habe ich 100 Gramm Zucker und 2 Teelöffel Zimt, die schon mal ein bisschen vermischt. Am Ende gebe ich die einfach in meinen Streuer rein, dann ist das einfacher zum Verteilen. Und on the top brauchen wir dann noch das Eiweiß von vorhin und werden dann noch ein bisschen Zimtzucker drüber streuen.
jetzt klappen wir erst die obere Hälfte um und dann die andere oben drüber. Und dann rolle ich einfach mit dem Teigroller nochmal ein bisschen schön glatt und teile dann einfach den Teig in 12 gleichmäßige Stränge ein. Und danach schneiden wir einfach an der Stelle, die oben zu ist, schneiden das Ganze nochmal 2 durch, dann haben wir 3 Stränge und dann können wir einen Hefezopf daraus flechten. Wie das geht, zeige ich euch. Und dann knoten wir einfach die 2 Enden am Ende, einfach drücken das Ganze schön zusammen, geben das dann in unsere Muffinform und dann bestreichen wir die einfach mit dem Eiweiß, was wir zur Seite gelegt haben. Und dann streuen wir noch ein bisschen Zimtzucker oben drüber, damit das Ganze noch wunderschön aussieht. Und dann wandert das Ganze in den kalten Backofen bei 170 Grad für etwa 30 bis 35 Minuten. Schaut einfach in euren Backofen rein, ob euch die Bräunung gefällt. Und dann lasst ihr sie einfach kurz abkühlen und könnt sie dann aus der Form nehmen. Und wer mag, rundet das Ganze dann mit 150 Gramm Frischkäse, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 70 Gramm Puderzucker und den Saft einer halben Zitrone ab, vermengt das Ganze und pinselt es dann einfach auf die Zimtknoten drauf. Also uns schmecken die auch ohne Frosting super gut. Ich werde jetzt einfach nochmal ein paar mit dem Frischkäse-Frosting so bestreichen, wie bei Zimtschnecken das Ganze auch üblich ist. Bei Zimtschnecken verhält es sich ja immer so und auch bei diesen Zimtknoten, dass sie nun mal frisch gebacken am besten schmecken. Also wenn ihr das für nachmittags plant, dann empfehle ich euch einfach nach dem oder zum Mittagessen den Hefeteig zuzubereiten. Dann kann der derzeit schon mal aufgehen, dann macht ihr die schnell fertig und habt dann für nachmittags einen super leckeren Nachmittags-Snack. Und ihr könnt einfach die übrigen einfrieren. Das ist natürlich nur ganz wichtig, dass ihr die ohne den Frischkäse-Topping dann einfriert. Und so könnt ihr die dann einfach auftauen und dann auf den Toaster tun. Und dann schmeckt das Ganze auch wie frisch gebacken. Am nächsten Tag verliert das Ganze leider auch so ein bisschen die Saftigkeit. Deswegen meine Empfehlung, entweder direkt frisch zubereiten und essen oder das, was ihr nicht schafft, direkt dann einfrieren und einfach portionsweise rausfüllen. Also wir lieben dieses Rezept, es schmeckt wirklich super gut. Ich hoffe, ihr probiert es aus. Das Rezept, das verlinke ich euch natürlich unten wie immer in der Infobox, genauso wie meinen Shop. Wenn euch irgendwas von Pampered Chef interessiert habt, könnt ihr da gerne bestellen oder euch an mich wenden. Ich berate euch gerne. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Rezeptvideo von mir. Bis dann. Tschüss.